Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Video, wie ich finde. Und heute spielen wir Star Wars Empire War Force of Corruption. Wie ihr den Titel wahrscheinlich schon sehen werdet, ein Neuanfang. Und zwar werde ich keinen Bloons oder Fortnite oder was auch immer mehr bringen. Ich werde jetzt nur Star Wars Empire War bringen. Weil es gab einen YouTuber namens LP No Name. Es war eigentlich mein Lieblings-YouTuber. Bis er sich dazu entschieden hat, kein Star Wars mehr zu bringen. Ich meine, erstmal jeder wie er will. Aber ich fand's schade. Und seitdem will ich trotzdem jetzt mal anfangen. Wir werden auch bald eine galaktische Eroberung machen. Lasst ein Like und ein Abo da. Also, von mir aus könnt ihr auch deabonnieren. Mir egal. Das war eigentlich so das Grobe, was ich zum Anfang sagen wollte. So, Manöver, ja, verstanden. So, wir holen die Mine. Dann den Turm. Hier. Dann die Mine. Ich glaube, hier auf der Maps gibt es keinen Aufklärungssatellit. Das ist nicht so schön. Ich werde mir auch bald Mods für dieses Spiel holen. Joa. Falls ihr mitspielen wollt, könnt ihr das gerne tun. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe gerade eben schon eine Runde gespielt und habe ich den Fehler gemacht. Ich habe vergessen zu taggen. Diesen Fehler will ich jetzt nicht nochmal machen. Ich will erst taggen und dann Schiffe bauen. Das klingt nicht nur klüger, das ist es auch. Und die Minen-Upgrades habe ich nicht vergessen. Das habe ich auch gerade eben in der Aufnahme davor gelernt. Also, Star Wars ist einfach mein Lieblingshobby. Ich liebe es. Und falls es euch nicht gefällt, dann deabonniert mich. Aber falls es euch gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo. Es wird vielleicht auch andere Leute, wird es wahrscheinlich mehr gefallen, weil ich meine, ich mag das Spiel. Und andere werden. Mögen wir es bestimmt auch. Also, wer sich mit Star Wars nicht auskennt, guckt erst die Filme. Und beschäftigt euch so ein bisschen mit den Raumsachen, weil ich hasse den Boden, Leute. Wenn es ein was in diesem Spiel gibt, was ich hasse, dann ist es der Boden. Weil ich kann keinen Boden spielen. Ich meine, Raum kann ich zwar auch nicht spielen, weil ich echt wenig Taktik habe. Also bei mir ist mehr so mit dem Kopf durch die Wand. Zieh ich den. Oh. Oh. Nicht in Reichweite. Schade. Kannst du den hinschießen? Schade. Ja, ich meine, das ist jetzt traurig. Ja. Ich meine, wir haben so einen armen Turm verloren. Da könnten so zivile Leute drauf gewohnt haben, aber ja, ich bin das Imperium. Empire for the Win. Und ihr könnt auch gerne Challenges in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel gewinnen nur mit Tartankreuzer oder Mon Calamari Kreuze bei den Rebellen oder nur Jäger. Dann kann ich das gerne tun. Wir werden noch. Oh, da kommen welche. X-Wings. Attacke! Sind schon recht viele Raketen. Einen haben wir nicht, oder? Zwei. Drei. Alle. Deswegen mag ich den Turm. Ah,
Der Turm ist wieder da. Zivilisierte sind wieder da. Tötet sie. So. Ich zögere nicht lange. Wir holen direkt alle Upgrades. Bist du blöd? Schieß doch die Jäger ab. Ich mag die Verteidigungstürme. Die sind echt cool. So. Dann holen wir direkt das nächste Upgrade, weil dann können wir uns auch schon den ersten Sternzerstörer holen. Und zwar Admiral Thrawn. Dann fliegt davor noch irgendwas. Nee. Nein, ich kämpfe. Einnehmen. Noch kämpfen. So, wir nehmen Raketen, nämlich gerade hier unten. Ziemlich gut immer zu. Ah! Wir haben nichts. Das ist das, auch das Gute am Raketendings. Den jucken die Schilder einfach nicht. Weil es geht ja durch. Und ich glaube, wir kriegen sogar diese Nebulon B-Fregatte kaputt. Gleich haben wir es. Ich glaube, danach bräuchten wir noch eine Salve. Ja, ich glaube. Nein. Brauchen wir noch, ja. Wenn die Raketen treffen würden. Raketen? Ach, ja, Mystic Upgrade. Und dann schauen. Es wäre ziemlich nett, wenn die Raketen treffen würden. Ach so, ja, ich verstehe, ihr wollt Thrawn die Arbeit überlassen. Ja. Verständlich. Was kommt da oben? Nichts bedeutet. Also Leute, falls ihr auch irgendeine Star Wars Frage habt, ich beantworte sie euch gerne. So. Ja, eine Rakete wird wahrscheinlich viel bringen. Die TIE Fighter kriegen die, die TIE Interceptor. Entschuldigung. Ah, jetzt! Ja, jetzt wo Thrawn. Jetzt wo Thrawn bereit ist. Dann holen wir Thrawn aber auch direkt. Nein, da ist ein X-Wing! Thrawn macht den Sturm an. Also die haben jetzt nichts mehr zu melden. Schauen, da hast du recht. Großadmiral. So, kommt alle erstmal mit hierher. So. Zum ersten Mal oder zum zweiten Mal? Na egal. Die paar Jäger hier. Wir können da mal kurz die untere Mine da sichern. Haben wir, okay, wir haben alle Upgrades. Ja. Die Bomber sind echt langsam. Ich hab gedacht, das wirkt beim Film so. Du bleibst mal da. Ich mag die Raketen. Ich hab die, glaube ich, immer unterschätzt. Die sind viel besser, als ich gedacht habe. Ich glaube trotzdem, dass die alleine nicht so gut sind.
Ach, es dauert immer noch. Wir können uns mal unser Hyper-V holen. So. Ach, wenn das Geld mal nicht echt so hoch steigen würde. Was? Macht jetzt die Flinch-Taktik oder was? Warte, falls ihr nicht wisst, was die Flinch-Taktik ist. Ihr fliegt mit dem Jäger irgendwo. Also, Taktik ist auch von Elpenorne, beziehungsweise von Flinch. Weshalb sie auch Flinch-Taktik heißt. Und zwar fliegt ihr mit dem Jäger ganz heimlich an die gegnerische Basis und dort holt ihr dann halt ganz große Schiffe raus, wie zum Beispiel Admiral Piet oder einen imperialen Sternzerstörer. So. Die Raketen treffen leider nicht. Also das ist auf jeden Fall die Flinch-Taktik, falls ihr es nicht... Entschuldigung. Falls ihr es nicht wusstet. Was bringen uns denn die Upgrades? Denn von Raumjägern, Korvetten und Schlachtschiffen verursachten Schaden um 25%. Erhöht den an den Waffen eurer... Oh, auch nicht schlecht. Verringert den Schaden Kometen für Regatten und Schlachtschiffe, auch nicht schlecht, auch sehr gut. Sich um 25% schneller, ja. Das ist gut. Gut. Da holen wir an. Shit. Und dann noch ein Sternzerstörer, damit es schön aussieht. Zwei Victories. Ja, das war's dann. Oh, das sind X-Wings. Das sieht doch mir gleich nach einem wunderschönen Flut aus. Was für Pop gepasst. 3, okay. Das passt dann. Gott. So lange gehen wir einfach mal in den Kinomodus. Gott, rote TIE Fighter sehen ja sowas von hässlich aus. Na, der Sternzerstörer geht ja noch. Was schießt es? Meine wunderschöne Rakete. Da kommt noch der Victory auf die andere Seite. Oh, B-Wings. Oh, die tun weh. B-Wings machen Aua. So. Attacke. So. Da kommt das Gemächt des Todes. Dann Jäger hat es anscheinend ein bisschen länger gedauert, bis die es gecheckt haben. Die wunderschönen TIE Fighter Geräusche. Alles auf die Raumstation. Frauen schießt doch nicht, oder? Jetzt. Boah. Seht euch doch dieses wunderschöne Feuer der imperialen Flotte an. Was? Oh, Schiffe könntest du ja unten gebrauchen, obwohl. Schon. Die scheiß Wegfindungs-KI.
Oh, da kommt die wunderschöne Mama. Alles noch. Hast denn du deine Schilde verloren? Hat da etwa was auf dich gefeuert? Yippie, Leute, wir haben gesiegt. Habt ihr das gehört? Coruscant ist unser, wieder einmal. So. Da können wir eine galaktische Eroberung bald machen. Ihr dürft in die Kommentare schreiben, welche Schlacht ihr wollt. Welche Raummap ihr wollt. Im Herzen des Stundes, Sternhaufen, Rim, Weltenkonflikt, Schlüsselstellung, wachsende Bedrohung oder der Ursprung der Korruption. Ah, da ist das Spiel wieder im Hintergrund. Aber wir spielen dann als Imperium. Schwierigkeit leicht. Erweitert. Wir starten auf die Grenze. Also, ihr wisst die Karten. Ihr wisst, was ihr tun sollt. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Tschüss.